E-Bike für vielfältige Einsatzmöglichkeiten will das Puch Kapazunder Sport sein. Dank des tiefen Einstiegs ist das Fahrrad mit jeder Art von Kleidung leicht erklommen. Zudem wirkt das puristische Rahmendesign sehr attraktiv. Als Besonderheit kommt hier neben den Magura HS11 Hydraulikfelgenbremsen noch eine Rücktrittbremse zum Einsatz. Ein Feature, das von vielen Alltagsradlern gewünscht wird und daher auch beim E-Bike-Kauf eine Rolle spielt. Beim Antrieb setzt Puch auf den Bosch 2 Mittelmotor Active Line. Ein System, das viel Freude macht, dank Zuverlässigkeit und Reichweite. Der Akku ist beim Kapazunder im Gepäckträger untergebracht, kann dort geladen, aber auch entnommen werden. Das Bosch-System ist einfach zu bedienen. Alle notwendigen Funktionen sind problemlos zu steuern. Reichweiten von 70 bis 80 Kilometer sind bei durchschnittlicher Systembelastung an der Tagesordnung. Die Ausstattung des Kapazunder Sport lässt bei der angestrebten Zielgruppe Alltags- und Freizeitfahrer eigentlich kaum Wünsche offen. Ob Federgabel vorne, gefederte Sattelstütze, Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung, Rahmenschloss oder Nabendynamo mit Lichtanlage samt Standlicht, es ist an alles gedacht worden. Das 24,5 Kilogramm schwere Kapazunder Sport fühlt sich dann zwar nicht so spritzig und wendig an, wie der Name erwarten lässt, doch es ist ein solides Fahrverhalten und für den Alltagsbetrieb passend. Auch der Preis stimmt, denn angesichts der guten Ausstattung und des Bosch Elektroantriebs sind 2.699 Euro Listenpreis durchaus angemessen.